Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Ich habe mal, als ich recherchiert habe oder mich vorbereitet habe auf die Sendung, habe ich mal ein Zitat von dir gelesen. Da bist du mal vor ein paar Jahren gefragt worden, ob das für dich nicht auch reizvoll gewesen wäre, selber aktiv in der Formel 1 zu fahren. Also jetzt nicht als Safety-Car-Fahrer, sondern als dich als ich sag mal, als Formel-1-Fahrer. Vor ein paar Jahren hast du das verneint. Gilt das heute immer noch so? Ja gut, mein Einsatz war nie da. Ich bin ja ein kompletter Quereinsteiger in den Rennsport. Habe mit Porsche Clubsport angefangen. Also das ist ja nicht wirklich gerade eine tolle Leistung oder mit dem Aufbau. Ich bin halt Porsche Clubsport mitgegangen, weil mein Papa da ein bisschen unterwegs war. Habe dann festgestellt, das funktioniert ganz gut. Dann hat mich mal versucht, auf die Spur zu bringen mit Formel Ford 1600, damals mit der Claudia Hürtgen, die mir um die Ohren gefahren ist, weil sie natürlich viel professioneller damit umgegangen ist. Und Formel hat mir auch nie so wirklich gefallen. Die Autos haben mir nicht so richtig gefallen. So vier Räder da rausstehen und Monocoque in der Mitte. Und dann habe ich relativ schnell wieder den Weg gefunden zu richtigen Autos, sage ich mal, mit einem Dach über dem Kopf. Und ich muss eins dazu sagen, ich hatte 91 einen schweren Unfall in der Formel Ford. Und mein Vater hat gemeint, Mensch, du bist klar besser unterwegs mit einem Dach über dem Kopf. Und deswegen bin ich dann auch wieder auf die Sportwagen- und Tourenwagenlinie gekommen. Und meine Heroes zum Anfassen waren halt so Namen wie Bernd Schneider, Klaus Ludwig, Keke Rosberg, der damals bei Opel gefahren ist. Das waren Menschen, die ich hin und wieder mal im Fahrerlager gesehen habe, als ich dann im Porsche Carrera Cup unterwegs war. Das waren meine Heroes und das waren meine Vorbilder, weil die anderen waren ja meilenweit weg, an Senna, an Michael, wer da halt alles unterwegs war in der Formel 1. Da hätte ich nie gedacht, irgendwie entferntest mal irgendwas damit zu tun zu haben. So, DTM, ja, das war mein Traum, das habe ich auch hinbekommen, den mir zu verwirklichen. Dann noch mit Mercedes, Fiat GT zu fahren, Le Mans zu fahren, also die richtig schnellen Sportwagen zu fahren, das waren meine Kindheitsträume, die habe ich mir erfüllt. Und von dem her, Formel 1, ich war ja schon viel zu alt, da kann ich schon mit, sag mal, Ende der 90er, die hätte ich mal in die Formel 1 einsteigen können, da hätten sie mir Krücken vorbeigebracht. Genau, das war dann mein Erfolg in Hockenheim, der DTM-Sieg 2001. Und das war mit dem kaputten Fuß, muss man dazu nur sagen. Der Fuß war rechts versteift, also nicht versteift, sondern mit Schrauben zusammengebaut. Ich musste dann innerhalb von kürzester Zeit versuchen, mit links mir das Bremsen anzugewöhnen. Und in Hockenheim ging das ganz gut, immer ein bisschen zu spät gebremst, deswegen war ich so schnell. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.